Ein Hallo allerseits. Willkommen auf der Friedrich Marsch. Wir starten eine weitere Folge. Wir setzen die Arbeit fort mit Grasmähen. Warum helfen wir weiter? Wir brauchen noch Futter für die Kühe. Das heißt, Gras und Wasser reicht noch nicht. So, nochmal eine Ladung Gras. Ist ein neuer Kuhstall. Wenn wir dann gleich Heu machen. So, zuerst haben wir mal noch Gras sammeln. Mal zum Anfang nur Gras. Später werden wir das Mischfutter nehmen. Wir werden auch noch vorher Silageball machen. Zumindest etwas Mischfutter haben. Ist er fertig. Der Wagen ist voll. Die beiden werden wir noch zum Silage pressen. Silage wollen. Wir müssen noch düngen auf Feld 1. Mann, brauchen die viel Butter. Die Tage dann reichen. Gut, Wasser. Gras ist auch ziemlich voll. Drei Liter Milch, Wahnsinn. Prozent 29. Heu oder Silage? Aber wir brauchen Silage für mich, oder? Gut. Das heißt jetzt, wir werden mit dem Rest
machen wir, was gemäht wurde, machen wir jetzt Heu. Hänger stellen wir. Den brauchen wir gleich wieder für Heu holen und stellen wir hier mal ab. Schnell Silagepresse nehmen. Das ist also die Rundballenpresse. Und da werden wir mal ganz schnell ein paar Ballen pressen. Ey, wenn ein Dreck hier rauskommt. Wird extrem. Na, was ist los heute? Der nächste wieder mal ein Cosplay. So. Wie wollen wir hier rauskriegen? Die erste ist unter Stroh. Das ja, er müsste die Gras sein zur Hilfe. So. Zwei, drei Ballen. Nicht viel. Aber wie gesagt, eine Wiese haben wir noch, die wir noch machen können.
kann man ja einen Strohballen nicht verwenden für die Kühe. Ist ja besser wie nichts. Aber wir müssen ja dann denken, dass wir düngen müssen. Einen Ball kriegen wir noch raus. Dabei, wenn man es manuell macht. Werden wir gleich den Zetter holen und werden Heu machen. Erledigt. Fein. Ganz gut aus. Aus. Ich glaube, wir haben ein bisschen Stress. Die Kühe brauchen Futter. Damit sie mit maximaler Effizienz Milch bringen. Aber wir werden trotzdem mal waschen. Ganz schnell. Die unteren Teile nennt man Gleitkufen. Da wo die Messer dran sind, kann man hier nicht erkennen. Das nennt man Mehlscheibe. Auf der Mehlscheibe, dieses Teil, ist eine Fördertrommel. Das nennt man Fördertrommel. Ich muss die Mehlscheiben vom Härtungsprozess strahlen, also sauber machen. Nur am Rande. So, packt er auch gleich sauber. Ja, da vorne noch ein bisschen. Dann nennt sich Pöttinger Rot. Wahnsinn. So, dann werden wir gleich Heu machen. Das gleich wegstellen.
Zack. Vorne. Zack. Jetzt fahren wir schnell. Zetter holen. Gewicht vorne anhängen. Einfach Heu. Machen wir das Heu, was wir jetzt praktisch übrig haben. Und das werden wir erstmal lose reinfahren. Mal gucken, was so ein Mischwagen kostet. Ansonsten. Mache ich gerade hier vorne quer manuell. Ja, das war die Leitplanke hier vorne. Das mache ich mal manuell. Schönes, gutes Heu. Aus dem hohen Norden kommt das her. So. Das sieht sehr schön aus. Eine sehr schöne Farbe. So, meine lieben Freunde der Darmstadt, das soll es für die Folge gewesen sein. Man hört sich und sieht sich. Ich hoffe zur zweiten Folge, zur nächsten Folge. Ciao.